In Edo muss die Küche doppelt und dreifach punkten, denn Gastgeber Chris hat einen Schwachpunkt. Also 7 Punkte kriege ich, glaube ich, für Arroganz abgezogen. Professor Dr. Dr. Chris, der Experte für asiatische Lebensmittelherstellung. Gehobene asiatische Küche am friesischen Strand. Wie kommt das ehrgeizige Konzept an? Geschmacklich ganz, 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 ganz toll. Allerdings leider. Leider? Was? 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 Heute sind wir in Farel, gleich ums Eck vom Dangaster Strand. Mit 31 Punkten hat aktuell das Mahlzeit am Meer die Nase vorn. Kann das Edo heute noch mal eine Schippe draufpacken? Chris' Lokal residiert 800 Meter vom Dangaster Strand am nördlichen Zipfel des 24.000 Seelenorts Farel. Mike ist im Norden. Yippie, ja, yeah. Man kriegt Lust zum Baden, aber ich habe einen Job zu erledigen, und zwar für euch. Jetzt am Mittwoch ist der liebe Chris dran. Er verbindet regionale Küche mit leicht asiatischen Hauch. Und eins ist ihm auch noch wichtig, die Urlauber. Herzlich willkommen, alles her zu mir, aber ich mache nicht Standard. Ich mache ein bisschen Fine Dining und pack den Nordseefisch, so denke ich jetzt mal, vielleicht in ein kleines asiatisches Kleidchen. Wie eine 0815 Touri-Fischbude sieht das Edo definitiv nicht aus. Chris hat das stylische Lokal 2018 eröffnet. Wir machen eine moderne Küche, versuchen so ein bisschen die Stadt aufs Dorf zu bringen. Unsere Karte besteht aus kleinen Speisen, die man sich in Tasting-Menüs zusammenstellen kann oder Gang für Gang bestellen kann. Und die Philosophie des gebürtigen Bremers? Für mich ist Kreativität in der Küche nicht unbedingt umfangreich. Mir ist wichtig, dass das, was auf den Teller kommt, zu 110% vernünftig und richtig ist. Also hochwertige Produkte und feinstes Handwerk. Theoretisch ganz auf Mikes Linie, aber mal abwarten, was der Tag bringt. Morgen! Ja, moin, moin! Moin, moin, hallo! Da drin geht's ja genauso schnuckelig weiter wie draußen. Komm mal raus. Ist doch ganz schön hier, oder? Wie macht man denn? Moin, so, bumm, so. Total schön finde ich hier die Kombination von dieser alten Karte, diesem Haus, das nennt man ja so, die Karte. Dann gehst du rein und hast du diese richtige, coole, moderne Prise an Einrichtung. Der Laden ist in der Neuzeit. 2018 September ging es los, ein Jahr umgebaut, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Offene Küche, direkt einen Blick in die Küche. Man hat immer was zu sehen, man kann uns auf die Finger gucken. Küche muss automatisch immer sauber sein. Man hat selber einen gewissen Druck als Koch, was einem gut tut. Denn wir sind druckgewöhnt. Ne? Nur unter Druck werden wir richtig zur Höchstleistung auflaufen. Mit wie vielen Leuten seid ihr? Also du immer 5 Leute sind wir. Wir sind zu dritt in der Küche, zu zweit bis zu dritt im Service. Okay. Das lässt sich gut handhaben. Und du seit Anfang dabei? Seit Anfang an, ja. Seit vor Anfang an noch. Seit vor Anfang an? Den habe ich mitgenommen. Mit 23 ging es los bei mir, ne? Selbstständigkeit. Ah ja, sehr cool. Den Laden, den ich vorher hatte in Dangast, das war ein Bestandsladen, den habe ich damals übernommen mit 23 Jahren. Und ja, man hat halt das weitergemacht, was der Vorgänger gemacht hat. Und das hat mir nie so richtig hundertprozentig gefallen. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, mich hier weiter auszuleben und hier genau das zu machen, was ich auch gerne machen möchte. Und du stehst selber noch am Herd? Ich stehe noch selber am Herd. So sieht's aus. Ganz toll. Also ich finde diesen jungen Mann ja sehr beeindruckend. Mit 23 in die erste Selbstständigkeit, hier mit 28 den zweiten Laden. Stark. Sein Handwerk hat unser Jüngster in einem Bremer Gourmet-Restaurant erlernt. So, was läuft da? Wir machen hier schöne Knoblauchchips. Du bist ein Asia-Freak, ne? Ja, Asia-Knoblauch. Das Gericht ist dann auch asiatisch angehaucht, was ich bekomme? So ist es, genau. Also es ist mit gerösteter Nussbutter, das macht man oft in Tibet und so weiter. Die haben ja ihre Yak-Butter. Okay, wie heißt denn das Gericht? Damit ich erstmal Steak Carpaccio. Steak Carpaccio? Ach komm jetzt. Ein Steak Carpaccio? Steak Carpaccio ist so unsere Interpretation von einem geilen Carpaccio. Das ist ein bisschen Tataki. Ein Tataki kann man von Fisch und Fleisch machen, scharf angebraten, im Kern im Grunde genommen roh. Und damit man das vielleicht verständlicher rüberbringt, hast du es als Carpaccio tituliert? Kann ich das? So ist es, genau. Okay, alles klar. Da ein Tipp für die Leute. Kann man sagen, weil viele, glaube ich, machen das Fett zu heiß. Ja. Das braucht ja nicht zu heiß sein, dann wird es immer gleich 140 schnell warm. 140 Grad, ganz, ganz langsam. Genau. Knoblauch wird ganz schnell bitter. Genau, 140. Deswegen würde ich sagen, hol es schon mal raus, ich gehe okay zum Fleisch. Das Gericht passt perfekt ins Konzept. Knoblauch kommt ursprünglich aus Zentralasien.
Was hast du da für ein Fleisch? Wir haben hier ein Roastbeef, ein Black Angus. Ja. Feines Fleisch, super weich. Okay. Und ja. Dann eben, ich muss das immer schön spektakulär von oben machen für die Zuschauer. Hallo? Bin ich hier der Frittenboy oder was? Also da argentinisches Fleisch, oder? Habe ich das richtig verstanden? Aus Chile kommt das. Kannst du das meinen? Problem ist, die Menschen möchten halt wirklich gerne Filet, Roastbeef und so weiter und so fort. Wir haben hier viele Höfe in der Region, ja, die aber einfach nicht die Masse abtreten, okay, die wir benötigen. Mag so sein. Ich würde mal sagen, deutschlandweit würde man das aber sehr wohl bekommen. Ne? Die Frage stellt sich dann einfach, kriege ich es dann einfach, dass es einfach diese Freilandhaltung hatte. Ist es von der Lagerung so gewesen, wie oft Fleisch aus vielleicht sogar Chile, Argentinien, Amerika ist, die es einfach noch mal länger liegen lassen? Und irgendwo verstehe ich ihn dann auch. Ne? Er kann sich auf das Spiel nicht einlassen. Er braucht gleichbleibende Qualität. Und speziell beim Tataki, wo der Innenteil dann roh sein muss. Und das wird jetzt dann im Ganzen wie ein Steak gebraten, oder? Genau, deswegen auch Steak Carpaccio. Also es wird kurz scharf angegrillt, wie ein normales Steak auch. Und dann flammen wir es kurz ab fürs Aroma und dann schneiden wir es ganz dünn auf wie ein Carpaccio. Okay. Ja, Mike, auch dein Knofi kommt noch zum Einsatz. Was haben wir denn hier Leckeres? Also. So, wir haben hier unsere Nussbutter, die wir gerade machen. Okay. Wir rösten die Butter, wir lassen die Molke, also das Wasser und die Eiweißstrukturen in der Butter braun werden. Und dadurch kriegen wir ein nussiges Aroma. Ja. Also Nussbutter hat nichts mit Nüssen zu tun. Ja, aber bin ich schon mal gefragt worden. Ohne Scheiß, wo kann man denn Nussbutter kaufen? Ja. Dann denke ich, hey Leute, ja, setz die Butter auf, lass sie rumblubbern. Ne? Ja. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen, okay? Aber ja, der Kameramann riecht das. Ja? Richtig schönes Aroma, ne? Ja, ist wirklich so. Nur zu heiß werden darf die Butter wie gesagt nicht. Bisschen Feinmotorik ist auch hilfreich. Oder Maestro? Das sage ich dir, Chris. Man kann den Süßer einladen, der steht auch zu seinen Fehlern. Hab ich doch. Schau mal her, schau mal, Kamera. Daneben habe ich gepüttert, ne? Schau, siehst du das? Erst mit den Knoblauchscheiben, jetzt daneben mit der Butter, ne? Ich war ja so nervös. Ne? Dieses TV-Kochsein ist einfach, das macht mich fertig. Wenn du so nett bist, die Sojasauce dort reintust. Das ist eine leicht geräucherte Sojasauce, damit es ein bisschen Aroma gibt. Darf ich naschen? Absolut, absolut. Eine helle Sojasauce, salzig, klassisch Sojasauce. Butter, wie viel Butter haben wir? Weil es ist ziemlich abgewogen. Ungefähr 2 zu 1. 2 zu 1. Zwei Teile Butter, ein Teil. Achtung, Sojasauce. That's okay, it. Was machen wir noch ein? Noch was? Easy Marinade. Das war's schon. Das war's schon? So einfach wie simpel. Na gut. Sein Steak brät Chris, wie bereits angekündigt, nur einmal kurz von beiden Seiten scharf an. Jetzt der Flammenwerfer. Und geben ihm jetzt noch so ein paar klassische Röstaromen. Für weitere Aromen sorgen Butter, Salz und Pfeffer. Carsten kennen wir ja bereits. Er schmeißt im Edo den Service und die Bar. Und du bist da draußen für die Leute das Gesicht auch so ein bisschen? Also mit Begrüßung und ein bisschen dieses Offene, diese Kommunikation? Er ist unser Shakeboy. Also alles, was mit Cocktails und Wein zu tun hat, er ist ein Lexika. Hast du ein geiles Getränk für mich? Ja, sicher doch. Okay, alles klar. Gut, ich schau zu. Bis gleich. Das Steak Carpaccio an asiatischer Nussbutter ist der Renner des Hauses. Aber auch zu Recht. Mal abwarten, was Mike zu dem Gericht sagt. Ich sehe bis hier, dass das perfekt ist. Ist das ein Traum? Schön medium rare, im Kern noch einen rohen Kern. Da passt ja dann mal der erste Schluck, oder? Wie das ausschaut, hä, Jungs? Das würde ich auch sagen. Sein Carpaccio serviert der Jungkoch gerne mit einer dicken Portion Eigenlob. Oh, schön. Ja, komm her da. Du, danke dir. Ich würde sagen, perfektioniert in der Ausführung, wenn ich das so überschwänglich sagen darf. Man darf auch ein bisschen selbstbewusst sein. Ja. Ich wünsche dir guten Appetit. Weil deine Selbstbewusstheit ist nämlich nicht arrogant, sondern nein, sie ist angenehm, nein, sie ist nett und schön. Also mir gefällt's hier. Ich bin dran mit Essen. Ist das üppige Selbstbewusstsein unseres Gastgebers gerechtfertigt? Mike, leg doch mal kurz Messer und Gabel beiseite und lass hören, was du meinst. Ist einfach fachlich, top gegart, geschmacklich super. Diese Sache mit dieser Nussbutter, mit ein bisschen Sojasauce, also, da gibt's gar nichts. Sehr simpel, wenn man weiß, dass die asiatische Kochkunst, wer das liebt, der weiß, dass sie immer eigentlich ziemlich simpel und straight ist. Ne? Absolut, die Einfachheit macht es. Also ich wünsche mir natürlich ein bisschen mehr Handwerkskunst. Ja. Absolut. Weil da werden die Kollegen auch drauf achten. Klar. Da ist jetzt keine gemachte Pasta, da ist keine großartige Sättigungsbeilage dabei, die irgendwie gerollt, gewickelt, gedrückt, gedämpft, pochiert, gebraten ist. Aber für mich, also wäre für mich ein Highlight. Ich würde hier kommen. Ich würde wieder herkommen und ich würde wieder
dieses Steak Carpaccio bestellen. Und dein Drink schnapuliere ich weg. Und zwar richtig. Ne? Rein in meinen Körper. Und dann raus aus dem Lokal. Mike hat erst mal genug gesehen. Und bist du begeistert? Tolle Nummer. Wirklich klasse. Ich verstehe, warum man in so einen jungen, tollen Burschen auch investiert und den als Partner haben will. Den würde ich mir sogar angeln. Ne? Das Ding hat geschmeckt, das hat gepfiffen, das pfeift. Handwerk heißt von der Zubereitung vielleicht ein bisschen aufwendiger für den Kollegen im Wettkampf. Nicht, dass da einer aufmupft und so, ist ja ganz einfach. Hey, auch einfach kann mega lecker sein. Hat er bewiesen, cooles Team. Nerven, glaube ich, behält er. Typisch Norddeutsche. Passt. Und Carsten macht übrigens geile Drinks.